Hier auf der Falkenburg in Falkenhagen in Märkisch-Oderland feiern heute über 50 Kinder der Spatzenschule ihren Ferienbeginn. Gründer Manfred Specht und die gebürtige Polin Halina Elsner, die heute auch für die Zuckerwatte zuständig sind, betreuen die Kinder derzeit in den Kitas Zechin, Golzow, Sachsendorf und der polnischen Kita Nummer 3 in Kostrin-Mobil. Die Spatzenschule ist ein Projekt des Vereins Oderland Kids und feierte erst im vergangenen Jahr ihr 10-jähriges Bestehen. Die Kita-Kinder sollen spielerisch an die polnische Sprache herangeführt werden. Seit wenigen Jahren gibt es dieses Abenteuerfest zum Abschluss eines Schuljahres, bei dem sich die Jungen und Mädchen so richtig austoben können. Manfred Specht bedankt sich bei allen Sponsoren, die das Fest ermöglicht haben und kann einmal mehr von der Landtagsabgeordneten der Linken Bettina Fortunato eine kleine finanzielle Zuwendung entgegennehmen. Moralische kriegst du immer von mir, das weißt du? Das ist ja ein Ernstfall. Jetzt haben wir hier Klinge. Komm her. Oh, Buschi, Buschi. Und wichtig ist auch Halina. Das ist eins, ohne die wäre Kaka. Dank gilt auch dem Borik-Herren Gerd Becker alias Bruder Tack, der nicht nur das Gelände zur Verfügung stellte, sondern auch das Grillen der Bratwürste übernahm. Während der Spatzenschul-Nachwuchs noch ruhig und friedlich schlummert, freuen sich die anderen Kinder schon auf das nächste Spatzenschuljahr. The Bouncer Museum.